Servus Leute, Zornig ist wieder am Start und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal Zornig Gaming zu unserem neuesten Let's Play. Wir spielen heute Outriders. Das Spiel kam am 1. April raus und ich wollte eigentlich auch am 1. oder 2. April die erste Folge hochladen, aber leider hat sich mein PC dazu entschlossen, genau am Release-Tag einen Abgang zu machen und ich war die letzten 2 Wochen damit beschäftigt, das Problem zu fixen. Aber ich denke, das ist kein Problem. Wir gehen einfach ganz chillig rein. Was ist Outriders? Outriders ist ein Third-Person-RPG-Looter-Shooter. Das heißt, wir können unseren Charakter aufpimpen. Ja, wir können neue Waffen finden, neue Ausrüstungsteile, die Fähigkeiten erweitern und so weiter und so weiter. Und worum geht's in Outriders? Ich will nicht zu viel dazu sagen. Ihr werdet das alles im Let's Play mitbekommen. Hat eine echt interessante Story. Ich kann nur so viel sagen, dass es die Menschheit im 21. Jahrhundert geschafft hat, die Erde zu zerstören. Wer hätte es gedacht? Und du als Outrider praktisch Teil eines Kolonialisierungsteams bist und den Planeten Enoch kolonialisieren willst. Und da geht einiges schief. Wir gehen auf jeden Fall rein, ohne weiteres Palaver. Ich werde in den Dialogen und Sequenzen meine Schnauze halten, dass ihr das alles mitverfolgen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Let's Play. Kapsel 1 hier, Floris-Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Start der Hilfsdüse. Zentrale, noch 20 Sekunden bis zum Eintritt. Schubdüsen starten, drehen und bremsen. Kriminelle Zündung. Jetzt auf 30%. Drehung. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und fallen. Kapsel 1, Empfang ist gestört. Zur Hochleistungsantenne wechseln. Signalstärke bestätigen. Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung ansetzen. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet. Ist fast wie zu Hause. Und genau das macht mir Sorgen. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ECA-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit!
erkunde die Gegend zu Fuß. Muss mir mal die Beine vertreten. Ich gehe vor. Nicht, dass du gleich am ersten Tag gefressen wirst. Entspann dich, Outrider. Du schuldest mir gar nichts. Tja, ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche begraben. Okay. Rücken wir aus. Seid wachsam und passt auf. So, jetzt geht's los hier. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm. War dran gewöhnt. An die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Eigentlich hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravelle damals nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten willst. So, das ist praktisch der Prolog. Ich muss zugeben, ich habe den in der Story schon gespielt. Des Öfteren, also ich habe mal alle, es gibt vier Klassen, ich habe alle ausprobiert. Das heißt, es ist bis dato noch nichts Neues für mich. Aber ich denke, so nach der ersten halben Spielstunde oder so, wird es dann auch für mich. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Wird es dann auch für mich blind sein? So, Lager aufschlagen. Zack. Ich denke, ich werde auch so unwichtige Stellen wie Schießübungen und so Zeug rauscutten. Aber Dialoge und sowas will ich eigentlich alle mitnehmen, damit ihr da einen Peil von der Story habt, ja. Na schön, Leute. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skarstedt, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Jakob, du überprüfst die Munition. Goodman, starte deinen Scanner, damit wir die verdammten Sonden finden. Outrider, auf Entwurf. Hey. Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag mir schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt hinüber? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Oh, Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vom Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so einen wie mich wird es hier keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Ist aus deiner Familie noch wer von der Erde entkommen? Mein Bruder. Aber nur fast. Sie froren ihn ein, als wir L.A. evakuierten, um die Blutung zu stillen. Aber es war zu spät. Ach, Mist. Das tut mir echt leid. Hatte keine Zeit, um drüber nachzudenken. Was ist mit Sarah? Ihr geht's gut, oder? Ja. Meine Sarah ist da oben.
Ihre Gruppe wird erst in 6 Monaten geweckt, aber ich kann warten. Ich konnte dir das alles in dem Chaos bisher noch nicht sagen, aber meine Kleine ist schwanger. So habe ich ihr den Platz verschafft. Im Doppelpack günstiger, was? Also deshalb bist du so scheiß gut gelaunt, seit sie dich aufgetaut haben. Übertreib's nicht. Ja, Sir. Opa, Sir. Ich such dann mal Jakobs Schießstand. Okay, du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Jakobs Schießstand. Also wie gesagt, es sind jetzt nur Schießübungen. Die werde ich dann wahrscheinlich rauscutten. Ich hoffe, das Game ist ansehnlich. Ich hatte echt Probleme mit den ganzen Einstellungen und so. Gebete funktionieren also doch? Aber ich denke, es geht klar. Was hast du denn, Boss? Ich kenne diesen Blick. Am letzten Tag wurde es echt brenzlig. Ich wusste nicht, ob es überhaupt jemand schaffen würde. Es war ziemlich knapp. Musst du auch ständig daran denken? Ich weiß, es ist irre. Das ist 80 Jahre her. Kommt mir vor wie Tage. Meine Knöchel tun noch immer weh, meine Ohren klingeln vom Gewehrfeuer. Ja, sie kamen zu Tausenden. Alle kletterten übereinander, schlachteten jeden ab, der im Weg war. Sie wollten den Startturm abreißen, die Türen unseres Shuttles einstoßen. Ich war schon in vielen Kriegsgebieten, aber das war reinste Anarchie. Hör mal, den Planeten konnten entweder wir verlassen oder sie. Wir haben getan, was wir tun mussten. Wir tun, was wir tun müssen. Wir passen aufeinander auf. Das sollten wir. Neben dem Cap und Cuthbert bist du der einzige Überlebende, den ich kenne. Und der einzige, den es sich zu kennen lohnt. Bin froh, dass du es an Bord geschafft hast, alter Scheißkerl. Ich auch. Zeit für ein paar Tests. Willst du zielen üben, Boss? Fangen wir an. Meine Güte, einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hallo. Du bist Shira, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Oh, hätten wir bloß ein Internet, um die zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich zieh dich nur auf, Shira. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder sowas. Vielleicht aus dem All, aber nicht von hier unten. Trotzdem waren die ersten Messwerte wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die... ECA zulässt, dass noch 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt, welchen Plan B hat die ECA? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Okay, sag mir die Wahrheit. Glaubst du, die ECA hat den Plan richtig durchdacht? Mein Vater war Mitglied des Teams, das den Plan entwickelt hat. Mein Leben lang hat er diesen Tag vorbereitet. Die größte Unternehmung der Menschheitsgeschichte. Oh, so bist du auf das Schiff gekommen, wie? Papas Beziehungen. Nein. Ich habe Maschinenbau studiert. Jahre im Orbit verbracht. Die Struktur entworfen. Nieten in die Hülle getrieben. Ich habe am Schiff mitgebaut. Du hast es dir also verdient. Schön für dich. Das war mein Vater. Aber nicht so, wie du dachtest. Er hat mir seinen Platz überlassen. Er blieb zurück.
weiß das. Tut mir leid. Er wäre von diesem Ort begeistert gewesen. Aber jetzt bin ich eben allein. Es ist komisch, niemanden zu kennen. Komm und häng mit uns ab, wenn das vorbei ist. So übel sind wir gar nicht. Vielleicht komme ich drauf zurück. Wie soll die Kolonisierung ablaufen? Du bist im Planungsteam, richtig? Ja. Wir haben begonnen, das Triebwerk zu demontieren. Das müssen wir zuerst runterbringen. Der Nuklearkern sollte genug Energie für die Versorgung der Kolonie liefern. Und wann sollen die zivilen Kapseln runterkommen? Binnen weniger Wochen, wenn alles klappt. Erstmal nur so viele Menschen und Ressourcen, wie für die Infrastruktur nötig sind. Also Wasser, Nahrung, Unterkünfte. Dann wecken wir weiter Leute auf. Je ein paar Tausend, nur so viele, wie ernähren können. Und dann wirst du hier im Handumdrehen mitten in einer Stadt stehen. Du meinst, die Floris bleibt so lange da oben? Das Schiff wurde im Orbit gebaut. Es sollte nie landen. Wir müssen es dort am Himmel lassen, bis wir wieder durchs All reisen können. Eines Tages, vielleicht. Hey, soll das Ding hier so blinken? Oh, 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 oh. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal, ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, was? Ja klar, erstmal ein Selfie. Warum auch nicht? So. Vorsicht, Bewegung auf 9 Uhr. Was Großes. Alle Einheiten, bleibt wachsam. Umgebung sichern. Erst feuern, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wow, ich sehe sowas wie hyänenartige Kuhviecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Ist eine ganze Herde. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind erstaunlich. Lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Ja, die geben bestimmt saftiges... Eins von diesen Kuhviechern sonstig direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ist zwar nicht gerade Priorität, aber wenn ich... hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonde. Fantastisch. Da. Cap, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt. Aber die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte. Tanner? Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ Alpha, euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weitersuchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Also gut. Finde die eigentlich mein Charakter? Heftig, oder? An irgendwen erinnert er mich, aber ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht an wen. Sprinten gibt's ja auch noch, dass immer ein bisschen Leben ins Spiel kommt. Ja, zum Einstieg passiert jetzt noch nicht so viel. Aber ich denke, das wird sich im Verlauf noch schlagartig ändern. Erstmal der Prolog, um ein bisschen reinzukommen und so. Hey, Cuthbert, gibt's was Neues?
Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber habt die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Jakob, gleicher Scheiß, anderer Planet. War ja klar. Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf. An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiße! Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Ja, einfach mal alleine weitergehen. Ein Ding. Tanner, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Rücke vor. ECA Hauptquartier. Wir haben hier eine potenzielle biologische Gefahr. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Basis. Verdammt, Tanner, ihr Holzköpfe, vermasselt das nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ihr habt keine Befehlsgewalt über mich. Max, das sind die Kuhhyänen. Hey Boss, wo steckst du? Beobachte mich schon. Alte Sonde. Was macht Skarstad? Sieht scheiße aus. Irgendeine Idee, was der schwarze Glibber ist? Eine Art Saprophyt oder Mizil? Aber ich müsste proben nehmen. Okay, du willst spielen? Spielen wir. Boah, hat der mich gehittet? Captain, eins der Problem. Hat mich angegriffen. Es ist durch irgendwas wild geworden. Ich musste es töten. Seid vorsichtig. Verstanden, Outrider. Jetzt. Ups. Na, ich hab sie. Gut, hol dir die Festplatten und dann raus da. Warte mal. Sie läuft nur im Relais-Modus. Tanner! Das Signal kommt gar nicht von der Sonde. Es kommt von außerhalb des Suchbereichs, von irgendwo auf dem Planeten. Unmöglich. Hier ist doch sonst keiner. Sichere die Festplatte. Wir analysieren das Signal in der Basis. Verstanden. Verdammt! Das Ding wird gegrillt, Hannah! Gib uns die Frequenz! Scheiße. Trägerfrequenz 97, Tanner, hörst du mich? Scheiße. Oh, Scheiße.
Tanner? Tanner! Ich weiß nicht, was hier für eine Scheiße los ist. Was zum Teufel? Jetzt aber schnell. Schwere Verluste! Mögliche Kontamination! Ich brauche in der Basis eine Quarantäne, verstanden? Shit! Der sieht aber nicht so gut aus, der Dude. Maxwell, was zur Hölle ist hier los? Was sieht's denn aus? Sir, wir müssen das Quarantäneverfahren einhalten und die Landung verschieben. Was auch immer über diesen Planeten berichtet wurde, es war falsch. Es gibt eine Art Anomalie. Wenn wir landen, dann sterben alle. Wir können die Landung nicht stoppen. Es ist zu spät. Wir können sonst nirgendwo hin. Tanner, hier! Hilfe! Sanitäter! Versorgt sie! Na los! Stopp. Sie sind kontaminiert. Merzt sie aus. Das ist ein Befehl. Du bist und bleibst ein Arschloch. Seh dich um! Da sind Männer und Frauen, die Hilfe brauchen. Und jetzt reißt euch zusammen und tut das Richtige. Sonst werde ich... Nein! Ausmerzen. Sofort! Verbrennt die Leichen, verdammt! So ein kleiner Hundling, ja? Aber es hat man dem schon angesehen, dass der so auf ist. Ich kümmere mich um die Verwundeten. Haltet ihr sie zurück? Jakob, gib mir Deckung. Ich hol mir Maxwell. Alles klar. Outriders, Waffen runter! Das ist ein Befehl! Klar. Sobald du deine verdammten Schergen zurückpfeifst. Sergeant Major, die gesamte Kolonisierung ist in Gefahr. Wir müssen die Flores warnen. Deine Outriders haben diese gefährliche Situation geschaffen. Die Mission gefährdet. Schwachsinn. So, ich muss die anlegen. Ja, sag mal. Okay. Zack.
Das ist eine heftige Wumme. Mir der Demo gar nicht aufgefallen, Mann. Und behaupten kann, die Outriders hätten alles vermasselt. Er muss sterben. Outrider, warte. Maxwell ist der Einzige, der die Landung ablassen kann. Du musst ihn zur Vernunft bringen. Tötet die Verräter! Lasst sie nicht näher kommen! Ja. Rede stellen. Tu das Richtige! Blass sie ab! Verschieb die Scheißlandung! Es ist zu spät! Hey, ihr da! Helft mir mit den Verwundeten. Sie müssen zur Krankenstation. Hier drüben! Na los, bewegt euch! Ist der Typ jetzt tot oder entkommen? Oh, warte. Ist es fast da? Das wird wieder... Scheiße, das ist aber dann dein okay, Problem. Hier. Es wird so gemacht. Was machst du da? Du gehst wieder in den Kälteschlaf, bis die Docs dein Leben retten können. Mach dich nicht lächerlich, ich bin erledigt. Aufpäppeln ist nicht mein Ding. Wann ist etwas wirklich vorbei? War es, als ihr die Erde verlassen habt? War es, als du sahst, wie das erste Raumschiff in Flammen aufging? Als du sahst, wie die anderen Outriders vor deinen Füßen starben? Als du dich selbst sterben sahst? Doch Enoch ist noch nicht fertig mit dir, Outrider. Wie ich immer sage, es ist vorbei, wenn's vorbei ist. Du, aus welchem Jahr bist du? Ja, welches Jahr? Was? Ist das deine Kapsel? Wo waren die Ablenkknoten? Komm schon, Doc. Wir müssen los, sie kommen. Willst du sie zurücklassen? Das sind Outriders. Deswegen sind wir nicht hier. Tut mir leid. Stehen bleiben, Arschloch! Captain, hier ist noch einer! Outrider. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Tot? Mach mich los, dann siehst du's! Die Anomalie kommt. Mal sehen, wie schnell du bist. Ins Niemandsland, wie die anderen. Achtung, Achtung!
Na los, Bewegung! Der Sturm kommt! Los! Wo zum Teufel bin ich? Scheiße, halt die Fresse! Du da, auch ICA, oder? Im Niemandsland müssen wir zusammenhalten, wenn wir überleben wollen. Was überleben? Den großen Sturm, der unsere Ärsche grillt. Ihr zwei sollt euer Maul halten! Ihr seid da! Na los! Zurück! Zurück! Was zur Hölle ist hier los? Sie haben einen Verhinderten! Der reißt unsere Leute in Stücke! Ihr müsst hier raus! Wohin der Sturm kommt? Den Verhinderten sind Stürme scheißegal! Fahr hinten rum! Durch den Bau! Das schaffen wir doch nie! Wir werfen sie hier raus und suchen Deckung! Oh, bring den Captain um die Show, hast du den Bach? Du! Ich seh nicht! Der Mann war verwundet! Ist besser so! Wehrt sich nicht mehr! Los, los, los! Wie lange geht das schon? Was? Der Krieg! Wie lange, verdammt? Wer weiß, seit vor meiner Geburt. Das ist völlig unmöglich! Na los, öffne das verdammte Tor! Los jetzt! Ruhig, wir haben's ja gleich! Was, wo? Wo bringt ihr uns hin? Ich sollte überhaupt nicht hier... Was zur Hölle ist los mit dir? Eben erst aufgewacht, oder was? Kälteschlaf! Wohin? Ich bring dich auf den neuesten Stand. Hier ist das Paradies, das ihr Outriders uns versprochen habt. Verdammte Alienstürme, kein Dach, kein Essen, ausgestoßen wie Verbannte. Und die ECA-Kumpel schlagen sich den Bauch voll. Blödsinn, so war's nicht. Die Elektronik hat versagt. Wir hätten euch auch in den Kapseln verrecken lassen können. Wir haben euch gerettet und... Hab ich nicht gesagt, du sollst die Fresse halten! Das Tor ist offen! Haltet die Luft an! Willkommen im Tal des Todes, Arschloch! Woo! Glaube ich einfach nicht. Ihr seid doch durchgeknallt. Das alles ist völlig verriss. Ist es. Dann ab ins Niemandsland, Kumpel. Fuck. Ja Leute, das war's mit der ersten Folge von Outriders. Sie ging ein bisschen länger als geplant. Es war sehr, sehr viel Dialog, sehr viel Cutscenes. Aber ich finde, bei dem Spiel kann man sich das auf jeden Fall geben. Hat eine richtig geile Story. Bis jetzt fand ich es mega interessant. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wenn ihr Bock auf die nächste Folge habt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich riesig freuen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao, bis demnächst.